Das ist so geil. Die Tatsache, dass wir hier auch noch die Honey Badger haben mit dem ACOG-Visier, allem Möglichen. Oh. Und guckt euch die Anzeige an. Das ist alles fertig soweit. Das ist einfach fertig. Jetzt schaut mal aus, schaut mal, wie einfach man ein Call of Duty machen kann. Nix mit 800 Aufsätzen, jeder Aufsatz hat 30 Namen und Vokabeln drin. Hier, Red Dot, Extended Mags, Rotpunkt, großes Magazin, ab geht die Luzi. Mit dem Perk kannst du ein drittes Magazin nehmen. Eine normale Minikarte, eine Minikarte, für das du keinen Perk brauchst. Habe ich Bock drauf, habe ich richtig Bock drauf auf das hier. AK-74U, AK. Looking good. Continue on mission. Ey, das sieht fertig aus. Richtige Hitmarker dabei. Neutralize the objectives. Und eine Bomb Honey acquired. Badger. Man hört Fußschritte. Ganz einfache Sachen, die seit Ewigkeiten verkackt werden. Man hört richtig Fußschritte. Kein Totenschilde dabei. So soll's sein. Wenn Dieter und Detlef zu blöd sind, Totenstille als Perk mitzunehmen, dann sollte man die laut hören wie Elefanten. Warte, was stand da dran? Wir wollen hier ein bisschen auf Easter Egg-Suche gehen. So. Bibelstunde, Dienstag 6.30 Uhr, Heirat 5 Uhr, Couples that game together stay together. Pärchen, die zusammen spielen, bleiben zusammen. Was wollt ihr da noch hören? Paare, die zusammen spielen, bleiben zusammen. Ganz ehrlich, das kann sich jeder merken. Oh, das sieht gut aus. Die Time to Kill ist auch ordentlich. Lone Wolf, fight for victory. Ist doch die USP, oder nicht? Ja. Mach ihn. Geil. Victor is close. Wrap it up and let's go home. Das sieht richtig gut aus, Jungs. Target's ID. Get the bomb and move in. Das ist doch die AN94, oder nicht? Das Spiel sieht 10 Jahre alt aus, aber es ist voll gut. Und einen schönen Abend wünsche ich dir, Sheppy, und dem Chat. Wünsche ich dir auch, Wolf. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Dafür, dass das im Prinzip ohne Milliarden im Hintergrund gemacht ist, stark. Bomb acquired. Target their weapon caches. Rotpunkt. Hört ihr, wie laut die Fußschritte sind? Die spielen ohne Totenstille. Und das ist meiner Meinung nach das Elo-Site aus BO3. Pain, das ist SM Square, der wirkliche COD-Killer. Bomb planted. Start the clock.
That's how it's done. On to the next round. Auch die richtige Nachladeanimation. Sehr, sehr cool gemacht. Asset locations confirmed. Defending them is critical. Shake it off. Focus up for the next round. Ich meine, Real Talk, wie kann es sein, dass 7 Privatpersonen, die kein Geldgeber im Hintergrund haben, der auch nur annähernd so groß ist wie Activision und Blizzard und Activision Blizzard, aus einem bestehenden Game alles nochmal von vorne machen müssen? Und Stefan, mein Bester, vielen, vielen Dank für die Liebe heute. Küsschen. Schön, dass du am Start warst. Wie kann es sein, dass die das hinkriegen, dass das hier ordentlich ist, mit der richtigen Time to Kill, mit allem dazu, während Activision das mit verschiedenen Entwicklerstudios nicht hinbekommt? Da muss man sich wirklich fragen, wie das sein kann. Habt ihr gesehen? Headshot, roter Hitmarker. Und zwar so, dass man den sieht. Da. Der rote Hitmarker, der Headshot, der Kill, zack. Du siehst es. Versucht mal in dem Gunfight in Vanguard zu sehen, ob ihr einen Hitmarker, also einen Headshot gesetzt habt oder nicht. Keine Chance. Secure the bomb and destroy those targets. Waffeninspektion gibt es bei Vanguard nicht. Haben sie einfach vergessen. Bomb acquired. Target their weapon caches. DSR. Friendly UAV on station. Bulldog aus Groß. Und über was wir uns schon freuen. Ein richtiges Scoreboard. Ein Scoreboard, was wirklich anzeigt, was wichtig ist. Und kein Scoreboard für Dieter und Norbert, die bloß nicht sehen sollen, wie oft sie von Sheppy durch die fucking Map geballert worden sind. Name, Punkte, Level, wie viel Kills, wie viel Assists, wie viel Tode, was für eine KD. Gibt es heute nicht mehr. Gibt es heute einfach nicht mehr. Moin Steven, mein Bester. Es soll eine Dark Matter Variante kommen, das haben sie schon bestätigt. Moin Waldi, schön, dass ihr am Start seid, Jungs. Bulldog aus Ghost. Challenge nicht. Took that round, we can take this one. Let's push. Geil. Einfach geil. Asset locations confirmed. Defending them is critical. Friendly UAV on station. Enemy UAV online. That's how it's done. On to the next round. Mega gut. Mega gut. Target's ID. Get the bomb and move in. You've got the bomb. Get to the target. Peek. Peek. Get to the target.
Nimm die Bulldog. Nimm die Bulldog. Eine Shotgun, die nicht auf 800 Meter mit einem Schuss killt. Genau, also so Standardsachen, wo man sich eigentlich gar nicht drüber freuen sollte, weil das halt normal sein sollte. Das Spiel, Waldi, es ist nicht sicher, Morningstar Carus, ich vermute Februar, März, April 22, also nicht mehr allzu lang. Cheppy, erklär mir mal bitte, wie 7 Köpfe es schaffen, sowas auf die Beine zu stellen und Studios mit Milliarden auf der Tasche und Activision es nicht schaffen, das hinzubekommen. Das hat ein paar Gründe. A, die hier, die Jungs, machen das, glaube ich, mit einer Leidenschaft, wie das nur wenige von uns haben. Die haben richtig Bock, was Gutes herzustellen. Und ich kann euch, das seht ihr auch, die Gespräche sind öffentlich von denen, wenn die Chats schreiben, die haben die Schnauze voll von dem, was wir bekommen. Not out. Stand by for redeployment. Geil. Ist das eine Olympia? Das ist eine Olympia, oder nicht? Aus BO3. Wie geil ist das denn? Also absolut geil, Leute. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt aus allen Call of Duties wirklich das, was die Leute am meisten gemocht haben. Neutralize the objectives. We got the bomb. Trying. Desperate times mean desperate measures. Also was man sieht, die scheinen ein bisschen, ich weiß nicht, ob das ein privater Server war, da scheint so ein bisschen die Lag Compensation noch zu fehlen, aber das hier ist ja auch ein reines Privatgame, einfach nur um zu zeigen, guck mal Leute, so weit sind wir mit dem Ganzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie, was Serverleistung angeht, da richtig ein Brett raushauen nachher. Ich würde meinen rechten Zeh dafür geben, wenn ich das schon vorab spielen dürfte. Was meint ihr, wenn ich das vorher streamen dürfte mit ein paar anderen deutschen COD-Streamern? Wie geil das ankommen würde. Erscheinungsdatum sagen die nicht, ich vermute, nur vermute, Februar, März, April. Sieht so gut aus. Neutralize the objectives. Bomb acquired. Absoluter Hammer. Das sieht richtig gut. Das sieht genau nach dem aus, was wir eigentlich wollen. Allein der Smack Talk hier. Also richtig freundlich. Das sind Kumpels, die es zusammen machen. Wahnsinn. Also Jungs, wenn ihr denen folgen wollt, die haben einen richtigen YouTube-Kanal, wo ihr immer mal wieder neue Sachen bekommt. Es gibt hier immer mal wieder neue Sachen zu gucken. Wir haben uns hier soweit schon angeguckt. Sniping-Gameplay, das war ein neues Gameplay-Reveal. Dann gab es noch ein paar Musiktracks, die sie gezeigt haben. Dann frei für alle Gameplay. Aber ihr braucht mit eurem PC die Anforderungen, die ihr im Prinzip für MW2 damals gebraucht hättet. Also, dicken Kuss, ich mag die Jungs, ihr könnt immer in deren Discord, die sind immer für Fragen und Antworten da. Einfach nur Respekt davor.